Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Intensivtäter Psychologie. Ja. Mein Lieblings-Cybermobber, der mich seit 12 Jahren verleumdet, beschimpft, bedroht, meine Mutter, meine Kinder beschimpft, bedroht, verleumdet, ja, ist ja psychisch eigentlich recht einfach gestrickt, weswegen er ja auch von der Wiener Polizei und der Staatsanwaltschaft Wien als Soziopath geführt wird. Ja. Und das zeigt sich natürlich im alltäglichen Verhalten. Wie ihr wisst, oder wie ihr aus den vorangegangenen Videos ja wissen könnt, ja, haben wir einen klinisch-forensischen Psychologen mit einem Gutachten beauftragt, der die Handlungen dieses Mannes im Internet, ja, nicht nur dokumentieren, sondern auch bewerten, einschätzen soll. Ja. Was der Mann sagt, das haben wir schon seit längerem gesagt. Ja. Also die Ergebnisse kennt ihr. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie dieser Mann zu seinem Schluss kommt. Ja. Der Mann, ja, von dem wir reden, ja, der bei uns in Wien nur mit der Psychoschwabel heißt, ja, oder der schwabelige Psycho, ja, ist einmal ganz klar Sachen erkennbar. Er macht auf Weltmeister hier mit der goldenen Rolex, flext und was er nicht für ein gutes Leben hat und was er nicht für ein Grand Seigneur ist und Food-Experte und alles nur Luxus, alles nur Dings, ja, seine Sprache ist halt dem nicht angepasst, ja. Wir geben euch einmal einen guten Tipp, dazu mal alle seine Uhren, ja, da gibt es eine Seite, mit der man die Uhren vergleichen kann, ja, weil es gibt nämlich auch so Rolex-Imitationen mit einem Swatchwerk drinnen, ja, und schaut einmal, ja, auf die Seiten, nehmt die Fotos von seinen Uhren und vergleicht das einmal mit dieser App. Ja. Aber darauf will ich gar nicht so hinaus, ja. Sondern erstens, er ist immer so ein Weltmeister, ja, der nur Luxus und nur Luxuslokale und nur Luxus. Ja. Erstens einmal, ja, das ist keine Profi-Pizza, so schaut keine Profi-Pizza aus. Ja. Ja, da auch noch mit dem aufgeblähten Dings, also das ist kein Luxus. Dann, woran ihr natürlich erkennen könnt, ja, es gibt in guten Restaurants, Luxusrestaurants, ja, gibt es Stoffservietten und keine Papierservietten. Ja, dann noch etwas, ja. Der Kellner hat einmal den Löffel in einem Luxusrestaurant oder in einem sehr guten Restaurant, würde es nie passieren, dass der Kellner den Löffel falsch hinlegt. Ja, so legt man keinen Löffel hin. Ja, dann die Soße für die Hauptspeise wird in einem Plastikbeutel serviert. In einem guten Restaurant, ja, schon nicht zum Sehen. In einem Luxusrestaurant wird es überhaupt nicht drin. Aber jetzt kommt der Überhammer, ja, was seine psychologischen Unzulänglichkeiten am besten beschreibt. Ja, aber am besten beschreibt. Ja. Ihr seht, er macht hier das Victory-Zeichen. Ja. Schaut alles gut aus, nicht? Super Victory-Zeichen. Ja, nicht nur, dass er so fotografiert, dass er sich selber den Finger abschneidet. Ja, zeigt aber, was er für ein Nicht-Profi ist. Ja. Schneidet sich, wenn er sich selber fotografiert, den Finger an oder kann die Hand nicht richtig hinhalten, sodass sie ins Bild passt. Ja. Er hat auch ein super Profi. Der Machtfaktor im Internet. Ja, also da einmal. So, und was man dazu sagen muss, ja, lieber schwabeliger Psycho, ja, so zeigt man das Victory-Zeichen nicht. Denn zeigt man das Victory-Zeichen so, ist es eine schwere Beleidigung. Die Handfläche, ja, gehört immer zum Betrachter. Ist nämlich der Handrücken zum Betrachter, ist das eine grobe, derbe Beleidigung. Ja. Also bitte, vor allem wenn ihr im englischsprachigen Raum seid, macht das nicht. Ja, das ist eine sehr schwere Beleidigung. England, Amerika, Australien, also alle englisch sprechenden Länder, Malta, ja, Spanien, ja, überall, wo ihr jemanden anderen, ja, das Victory-Zeichen mit der Handfläche in seine Blickrichtung zeigt, beleidigt ihr ihn schwer.
googelt das einmal, ja, Victory-Zeichen umgedreht, ja, dann wisst ihr auch, was die derbe Beleidigung ist, ja. So, jetzt macht er ja dieses Foto für seine YouTube-Community, für seine YouTube-Abonnenten, Community, für seine Fans, für seine Gefolgschaft. Und was macht er? Ja? Bewusst oder unbewusst beleidigt er sie vom Feinsten. Ja? Und wenn jetzt noch was, ja, was noch dazu kommt, ja, ihm fällt das selber nicht einmal auf. Ich bin überzeugt davon, dass er gar nicht weiß, dass, wenn er das Victory-Zeichen so zeigt, ja, eine schwere Beleidigung, seine Zuschauer schwerstens beleidigt. Also so viel zum Herrn Superprofi, der alles weiß, alles ist, immer in Luxusrestaurant, nur leider halt mit Plastikbeutel und Stoffserviette und einem Trümmerhaufen von einer Pizza. Ja, auch da, das ist nicht schön angerichtet, ihr seht das, ja, in einem guten Restaurant würde das nie passieren, dass das so toll liegt, da würde das anders toll liegen. Ja, auch der Haufen da, also es ist, ihr seht ja, das Essen selbst schaut ja auch sehr, 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 sehr grauslich aus, also sehr unappetitlich aus. Ja. Ja, aber so ist er halt. Ja. Da bin ich überzeugt davon, mit umgedrehten Victory-Zeichen, dass er nicht den Horizont hat, ja, dass er weiß, dass er damit seine Zuseher beleidigt. Ja. Da oben, also nicht Profi, da oben als Fotograf schneidet er sich selbst den Finger ab, ja, im Bildrand. Also nicht Profi, ja, denen Leuten immer dieses Luxusessen zum Verkaufen. Ja. So. Also, ja. Das war der Fotofail des schwabbeligen Psychos. Alles Liebe, euer Christian. Tschüss, Papa.